3D steigert die Immersion, aber die Immersion in eine Narration, in ein Erleben, in dem wir nicht passiv konsumieren, sondern in dass wir interaktiv involviert sind. Und diese Qualität von 3D, dass man das Gefühl hat, Audiovision quasi physisch zu erleben, das ist etwas, was im Bereich der Spiele, vor allen Dingen durch die neue Touch-Technik oder die Technik des Natural User Interfaces, das ist Touch, das sind aber auch Gesten, wie etwas das Microsoft Kinect, dass durch die Kombination von 3D und dieser Touch-Technik sozusagen das Prinzip der Interaktion mit hinzukommt zu diesem physischen Erleben und dass damit ja, im Grunde, wenn Sie so wollen, auf eine andere Art und Weise die Utopie des Holodecks. Die Rede vom Kinofilm hat ja zwei Aussagen. Sie sagt nämlich etwas darüber, dass bestimmte Filme besonders geeignet seien fürs Kino. Und sie sagt auch etwas, behauptet auch, dass das Kino nur für Filme geeignet sei. Beides aber verschwindet im Augenblick. Es ist nicht wirklich einzusehen oder eine Grenze zu erkennen zwischen großen Fernsehserien, wie wir sie im Augenblick aus Amerika bekommen, HBO oder so. Die sind sogar produktionell und auch in der ästhetischen Qualität, auch in der technischen Qualität, vollständig geeignet, im Kino aufgeführt zu werden. Das tut man ja auch, die lange Nacht von 24 oder so. Darüber hinaus ist das Kino, sobald es digitalisiert ist, ein Ort für Spiele, für Games. Es ist ein Ort für Live-Übertragung, ob es nun aus der Oper ist oder ob das vom Sportplatz ist. Also das Kino ist nicht mehr nur ein Ort für Filme. Das ist eine große Chance für das Kino zu überleben, sozusagen von der Monokultur Film wegzukommen in die Multikultur Audiovision der verschiedensten Art und Weise. Und dasselbe, glaube ich, gilt auf der anderen Seite. Große Filme, große Filmkunst hat ihren Ort weiterhin im Kino, aber es muss nicht ihr einziger Ort sein. Nun, ich denke, wenn 3D Erfolg haben soll, wenn es sich durchsetzen soll, dann muss es eine Veränderung sozusagen des filmischen Erzählens, und man sollte vielleicht nicht sagen des filmischen Erzählens, des linearen audiovisuellen Erzählens, denn das kann auch Erzählen sozusagen in Fernsehform oder so sein, dann muss es eine solche Veränderung herbeiführen. Und ich denke, wir können ja aus der Geschichte des Films sehen, wenn wir an den Ton denken, wenn wir an die Farbe denken, beide haben begonnen als Special Effect. Die Gegner des Tonfilms haben gesagt, das wird eine Verarmung bedeuten. Die Mimik, die Gestik, all diese entwickelte Stummfilmkunst wird verschwinden. Die Leute werden es einfach sagen, statt es ausdrucken zu müssen. Da hatten sie auch nicht ganz Unrecht. Gleichzeitig, wenn man mit heutigen Augen guckt, dann sieht man, dass der Stummfilm mit diesen großen Gesten und Mienenspiel noch sehr stark sozusagen an den Mimen dran war, nämlich am Theater. Und dass eigentlich die sozusagen subtile Mimik, der kleine Mundwinkel in der Großaufnahme, all diese Dinge, dass das mit dem Tonfilm kam. Also der Film hat da eine neue Sprache entwickelt, sowohl im narrativen Sinne wie im visuellen Sinne, weil vieles, was sonst visuell gedrückt werden musste im Stummfilm, konnte nun gesagt werden. Also wurde sozusagen die Mimik frei für etwas anderes, für die Untertöne, für das Subtile. Dadurch hat der Tonfilm sich durchgesetzt, weil er dem Stummfilm technisch überlegen war, ästhetisch, aus der technischen Überlegenheit die ästhetische Überlegenheit folgte. Ich denke, dasselbe gilt auch in einem etwas geringeren Maße, aber auch für den Farbfilm. Wir sind heute zu der Ansicht gekommen, dass Schwarz-Weiß ein Special Effect ist und Farbe eben der Farbigkeit der Welt entspricht. Das mussten wir aber einerseits sehen lernen als Zuschauer, weil wir waren Schwarz-Weiß gewohnt. Und etwas Ähnliches, denke ich, wird sich nun mit 3D durchsetzen. Ich denke, es wird sich durchsetzen, es wird sich aber auf jeden Fall durchsetzen müssen, denn sonst gibt es keinen Grund dafür, dass sich 3D durchsetzen sollte und würde. Wir müssen neu sehen lernen, 3D, weil wir sind gewohnt, flache Bilder, 2D-Bilder in 3D zu übersetzen. Das sind wir sozusagen kulturell seit Jahrhunderten gewohnt, seit der Renaissance, seit der Entwicklung und Durchsetzung der Zentralperspektive. Wir sind gewohnt zu übersetzen, und wer 3D-Filme sozusagen mit dieser Übersetzungsanstrengung anguckt, der kriegt diesen Aquarium-Effekt, weil der sozusagen 3D nochmal in 3D übersetzt. Also ich denke wirklich auch aus der eigenen Erfahrung, wenn man durch 20, 30 digitale 3D-Filme gesehen hat, dann sieht man sie besser. Also da werden irgendwie die Synapsen im Gehirn anders verschaltet. Wir wissen ja, dass Sehen nicht ist. Wir werden ja nicht sehend geboren. Sehen muss man lernen. Und ich denke, man muss auch sozusagen 3D sehen lernen. Der Film hatte ja immer von Anfang an eine starke Beziehung zu den anderen Künsten. Man kann ja sagen, im Grunde ist der Film das industrielle Gesamtkunstwerk. Er realisiert mit industriellen Mitteln, was Wagners Utopie des Gesamtkunstwerks sozusagen mit vorindustriellen Mitteln zu realisieren sucht, die Verschmelzung aller Künste. Insofern wurde der Film das Leitmedium der industriellen Epoche, in dem er all die anderen Künste verschmolz. Und dann kam das Fernsehen.
und machte ihm diese Rolle ein wenig streitig und wurde dann das Fernsehen, das Leitmedium sozusagen der postindustriellen Epoche der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und nun kommen sozusagen mit dem Beginn des 21. Jahrhunderts Filme an dem Punkt, dass ihnen eine neue Konkurrenz oder non-lineares Erzählen, Film und Fernsehen, dass ihnen eine neue Konkurrenz erwächst, nämlich eben das, was wir Games nennen, non-lineare Audiovisionen. Und ich denke, dass das Verhältnis dieser linearen zu den non-linearen Audiovisionen also erst einmal ein privilegiertes Verhältnis ist, weil da wird sozusagen um die Leitmedienschaft gekämpft. Das ist nicht so ein Verhältnis, wie das der Film zur Skulptur hatte oder so, sondern es ist ein Verhältnis von zwei Leitmedien, den alten und den neuen. Und ich denke, dieses Verhältnis ist gekennzeichnet durch vier wesentliche Eigenschaften, die glücklicherweise alle mit im Deutschen mit dem Wort K anfangen, weshalb man sich das leicht merken kann, die vier K. Und das erste K ist natürlich die Konkurrenz. Games machen Film und Fernsehen eine starke Konkurrenz. Dieses Konkurrenzverhältnis wird aber auf eine eigentümliche Art und Weise ergänzt durch ein zweites K, nämlich die Kollaboration. Der Austausch von Talent deutet das ja schon an. Es gibt immer mehr Filmemacher, die auch Games machen wollen, Spielberg, Jackson. Es gibt aber auch seit einiger Zeit einige erfolgreiche Game Designer, die sozusagen in die Filmbranche gewechselt sind. Und wir haben dann eindeutig das nächste große K, Konvergenz. Vor allen Dingen im technischen Bereich. Wir können sehen, dass dieselben hochentwickelten digitalen Tools benutzt werden, um ein Game zu produzieren, wie Resident Evil 5 zum Beispiel, oder um einen Film wie Avatar zu produzieren oder um Avatar den Film und Avatar das Spiel zu produzieren. Das sind recht wesentlich dieselben digitalen Tools, auch dieselben Talente, diese Tools zu bedienen. Und wir haben dann bei vielen die Vermutung, dass diese technologische und ökonomische Konvergenz auch eine ästhetische Konvergenz nach sich ziehen könnte, dass der Weg hinführen könnte zu so etwas wie einem Mitspielfilm. Da bin ich allerdings skeptisch. Das glaube ich nicht wirklich. Ich denke eher, dass das vierte große Verhältnis, das ästhetische Verhältnis, sich mit dem letzten K-Wort, nämlich Komplementarität, bezeichnen lässt, auch erklären lässt. Mancher kennt das noch aus der Schule, von der Mathematik, aus der Mengenlehre. Komplementarität, vor allem symmetrische Komplementarität, das kann man sich vorstellen wie zwei sich überlappende Kreise. Da gibt es in der Mitte etwas, was überlappt, und das ist das Gemeinsame. Und in der Tat haben Film und oder lineare Audiovisionen, Film und Fernsehen viel gemeinsam mit Games. Zahlreiche ästhetische, narrative Elemente, Genre-Elemente. Da gibt es eine Gemeinsamkeit. Aber außerhalb dieser Mitte der beiden sich überlappenden Kreise gibt es halt die Bereiche links und rechts, die sich nicht überlappen. Und ein Film als lineare Audiovision ist etwas, auf das ich mich einlasse, dem ich folge, wo ich sozusagen einer anderen Erzähllogik folge und davon mitgerissen werde. Es ist etwas, was sozusagen die Freude sozusagen des passiven Erlebens weckt. Und auf der anderen Seite das nicht überlappende im Bereich der Games ist eben das, was mit Interaktion zu tun hat, was damit zu tun hat, dass ich ein Spiel spiele, dessen Ausgang nicht sicher ist. Etwas, was ich auch immer wieder spielen kann und es immer wieder anders erlebe, also auch die Freude an der Variation, die Freude am Wiedersehen eines alten Spielfilms, den man schon mal gesehen hat, liegt darin, dass er noch immer genau derselbe ist. Die Freude beim Neuspielen desselben Levels beruht darin, dass es ein anderes geworden ist. Also ich denke, in der Hinsicht verhalten sich Spiel und Film eben nicht konvergent, sondern komplementär. Sie bereiten uns unterschiedliche Formen audiovisuellen Vergnügens und sollten meiner festen Überzeugung nach nicht versuchen, sozusagen sich dort anzugleichen, sondern sich dort eben gerade voneinander fortzuentwickeln, die eigenen Stärken weiterzuentwickeln.